Passt oben. Komm schon. Komm schon. Du schaffst das, Eivor. Der Rest ist dann alles runter. Okay. Kriegen wir auch hin. In unserem Dorf vermisse ich irgendwie immer noch Putzi oder wie auch immer der Fuchs hieß. Hab's vergessen. Runter ist leichter als rauf. Genau. Das heißt, wir gehen erstmal hoch, weil dann müssen wir nur noch runter. Runter können wir jetzt nur noch springen. Oder fallen. Je nachdem, wie man sehen will. Schaffst du es, Eivor? Kletter die Eiswand hoch. Hast du Felswand? Sieht aber durch das Bläuliche aus wie eine Eiswand. Oder ist es vielleicht doch kein Fels, sondern doch Eis? Pannerackbergspitze. Was ist das? Hier ist ein Feuer. Hallo? Gesehen! Ich würde auch Vorräte aus den Kisten nehmen. Ist so dunkel. Ah, Polarlichter. Letzte Etappe. Go, Eivor. Go, Eivor. Gönnt euch. Hi. Oh, so. 1, 2, 3 Rätsel sehe ich. Hier, da oben. 5 Schätze. 1, 2, 3, da habe ich gesagt, sind 2, ne? Dann sind es 5. Okay. Dann gehe ich erst dahin. Dann porte ich mich nochmal hier hin. Und dann können wir den Berg runterspringen. Aussicht! Ja! Lebe noch!
Plump fehlt, der freut sich immer über was. Jo. Das da hinten ist bestimmt eine Quest. Irgendwie bezweifle ich, dass wir nochmal Spott streiten. Blub freut sich, wenn Köpfe rollen. Das auch. Tap. Rollen die Köpfe? Hallo Commander, wie geht's dir? Commander freut sich anscheinend auch über rollende Köpfe. Fuchsis? Mehrere Fuchsis. Okay. Übermüdet und selber? Oh, mir geht's zu viel. Gebt mir die Kraft, euch etwas zu geben. Okay. Was ist das alles? Mein Leben. Die Früchte meiner Arbeit, allesamt. Und jetzt fehlt mir die Kraft, sie von dieser Klippe zu werfen. Du hast alles hier hochgetragen, nur um es hinunterzuwerfen? Das Pferd hat das meiste bewältigt. Nur so kann ich mein Hab und Gut in die nächste Welt schicken. Meine Kinder werden mich nicht damit begraben. Sie sagen, sie wollen nichts davon. Aber ich weiß, sobald mein Licht erlischt, verkaufen sie es. Wirst du mir deine Kraft leihen? Wirf alles von der Klippe. Je weiter du wirfst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas die nächste Welt erreicht. Ah, ist das so, ja? Das macht Spaß. Warum ist alles in Stroh gehüllt? Ich will nicht, dass irgendetwas kaputt geht. Was ist das für eine Logik? Keine Ahnung. Da drin ist ein Bogen, ach, die Kisten den mir Halfdan an der Schwarze gab, weil ich König Sigtrygg einen Pfeil unter den linken Arm jagte. Klingt nach einem guten Schuss. Soll ich das Pferd eigentlich auch runterschmeißen? Da drin ist ein Trinkhorn, das ich von König Halfdan erhielt, weil ich bei der Entführung seiner Braut Ragnhild half. Ja, ich guck den Kisten gerne nach. Was hier drin? Warum verblasst er? Sieht so blass aus. Da drin ist eine silberne Speerspitze von König Harald, weil ich Halfdans gefrorene Leiche aus dem Rönt gezogen habe. Das war's. Vielleicht ist er gestorben, bevor er da oben ankam und kann jetzt erst gehen. Oh, ja. Mögen die Götter dir deine Mühen mit Glück vergelten. Ich bin auch kaum. Ist okay. Ja, das hoffe ich auch. Danke für deine Hilfe. Das hättest du nicht tun müssen. Freundliche und mutige Menschen führen die besten Leben. Aber ihr Weg ist nicht immer der einfachste. Ich habe versucht, gut zu leben. Es reicht, dass die Götter das wissen. Selbst wenn der Name Harek Gant in Midgard vergessen wird. Und was wirst du tun, nun da diese Aufgabe vollbracht ist? Vollbracht? Das war die Ankündigung für meine Ankunft. Jetzt verlasse ich diese Welt. Schönes Leben noch. Nach Asgard! Was? Halt! Da! Bitte! Bei Thors Hammer. Das war ein Schreck. Okay. Das war interessant.
Hallo, Pferd. Komischer Kauz. Yep. Dort kommt mir bekannt vor. Ja, der kommt mir bekannt vor. Hi, Peter. Ich hatte auf den Sparta-Kick gehofft. Er war schneller als ich. Aber wieder hoch. Ich rechne damit, dass er tatsächlich springt. Hier überhaupt richtig? Ja. Mal diesmal springe ich nicht in den Selbstmord. Den was kann springen. La, 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 la. Bald da. Ups. Breite deine Flügel aus. Schlitten! Ja, das war klar. Ups! Wolltest du dem komischen Kauz noch was sagen, oder wie? Ja, ich wollte ihm noch bitte sagen. Und ich dachte, du tippst den Befehl ein. Mikrofilm war schneller. Das war halt okay. Also dafür, dass wir schon wie viele Stunden spielen? 120, keine Ahnung, sind wir erst bei 95 Mal gestorben. Das geht ja voll. Oh, das wollte ich nicht. Hey, Wolfi. Ja. La 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 la. Was da? Ich sehe ihn da unten. Okay.
hast geschafft. Komm, ich muss keinen Sprung. Sorry, ich muss hier durch. Ja, nein. Dadurch. Danke. Schwimmel, boah. Gut, vorne packen. Gut, dass du da nicht wieder hoch musst. Ja. Ganz zur Not könnte ich ja mich wieder hochporten. Hier drin erstarre ich zu Eis. Ja, du schaffst das schon bis nach da hinten. Das ist okay. Völlig okay. Also ich hoffe, dass sie es bis nach da hinten schafft. Die Hälfte hast du schon. Den Rest schaffst du auch noch. Mein Bildschirm friert ein. Aua. Ich dachte, das hört irgendwann zu und dann bist du automatisch tot, aber du kriegst ja nur ganz langsam Schaden. Das ist okay. Vom kalten Wasser in den kalten Schnee. Geil. Frier, bibber. Nicht erwartet. Wow. Achte auf die Zeichen und durchquere die Türen in der richtigen Reihenfolge. Da liegt. Ui. Mit unsicherer Hand beschriebener Zettel. Das erste Tor führt nach Trutheim, wo Thors Donner bis Ragnarök erklingt. Das zweite Tor führt zu Freyas Volkwang. Der Ort für die Guten, der Schlacht müde. Das dritte Tor führt nach Glatzheim, wo der Allvater seine Bluttrinker willkommen heißt. Okay. Das sieht aus wie Tor. War richtig. Du bist nicht Freya. Da ist gar nichts. Du bist du Freya? Ja. Und dann dadurch. Juhu! Diese nur weiß, der weit gereist und viele Fahrten tat, was in fremder Brust sich hegt, sofern Besonnenheit er sich bewahrt. So oder so ähnlich. Da. Nur noch zwei Rätsel. Wenn ich mir den Questlog angucke, ist es nur das. An? Ja. Das ist okay. Ja. Gott, das muss man jetzt nicht unbedingt machen. Nee, das wird schädlich. Hey!
Guten Tag, ich habe gehört, hier gibt's einen Schatz. Ymir wurde getötet. Ernies Tagebuch 4. Die Wölfe, die Ymir holten, sind nun auf meinetwegen gekommen. Verlauste Köter. Sie haben meinen Fall... Sie haben meinen Fallen überwunden? Ach so. Ich höre sie an der Tür. Ich erinnere mich nicht, wann ich zuletzt aß. Doch der Blutrausch gibt mir Kraft und bald trinke ich das ihre. Ich werde viele dieser Viecher mit mir mitnehmen und auf ihrem verzweifelten Geheul nach Valhall reiten. So. Jemand zu Hause? Das ist keine natürliche Stille. Es ist fast, als würde ein Fluch über allem liegen. Ernia und Ymir. Wo die beiden wohl stecken? Ernies Tagebuch 1. König Harald mag keine Gedichte. Es verlangt ihm nur nach dem aufgeblusterten Geschleime niederer metgeschwängerter Skalden. Er kann mich aus seinem Haus verbannen, doch wird er meine Saga von König Harald dem Ungerechten nicht verklingen lassen. Man wird sie noch hören, lange nachdem sein Knochenstaub die Erde genährt hat. Doch zuerst müssen wir jagen, Ymir und ich. Und des Nachts, wenn unsere Bäuche voll sind, werden die Verse wie Honig fließen. Tja. Ich brauche einen Schlüssel. Aber wo ist er? Ich würde behaupten, irgendwo auf der Insel.